Well, I don't think I've slept for 10 days thinking about this game after the break, coming in here and playing a great hockey team. And Sagt er, hat praktisch die letzten 10 Tage damit verbracht und auch in, den, in seinen Träumen an dieses Spiel zu denken. Er sagt, er muss seiner Mannschaft sehr viel Anspruch geben. Sie hören nicht auf, sie geben immer alles und sie finden Wege, Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft war eigentlich das gesamte Jahr ja, am Grunde des Ozeans. Und man ist sehr, sehr froh, dass man mit dem Sieg heute nicht mehr in dem letzten Tabellenplatz hat. Ein großartiges Gefühl. Und man könnte sogar vielleicht noch ein bisschen Hoffnung auf einen möglichen Playoff-Spot haben. Er ist sehr stolz auf seine Mannschaft, vor allem spricht er die Reihe mit Call und Boland an, die im dritten Drittel sehr gut gespielt hat. Dazu Anni Jenicke im Tor mit ein paar sehr wichtigen Saves. Ja, und alles in alles ein sehr großartiger, wichtiger Sieg für ihn und er sagt, seine Spieler sollen das genießen. Thank you. Ja, guten Abend. Erstmal Gratulation an Dirk zu den Punkten heute Abend. Ja, ich glaube, der Dirk hat gesagt, er hat 10 Tage damit verbracht, sich zu überlegen, wie er hier in dem Spiel Punkte gewinnt. Wir haben 10 Tage damit verbracht, unserer Mannschaft zu erklären, dass wir heute gegen die in den letzten 11 Spielen der Liga statistisch beste Mannschaft spielen werden und dass es ein sehr schweres Spiel sein wird. Und so war es auch. Und ich glaube, mir jetzt schon im ersten Drittel konnte ich sehen, dass Iserlohn immer wieder mit schnellen Kontern zuschlagen konnte. Ich glaube, der erste Breakaway war schon ein Alarmsignal für uns. Aber wir haben trotzdem unseren Job gemacht im Spiel. Ich glaube, das 3-2 gegen Ende des zweiten Drittels, das hat uns auch ein bisschen Sicherheit gegeben im Spiel, obwohl ich das Spiel ziemlich ausgeglichen fand. Ja, und dann im letzten Drittel, ich glaube, das ist der Klassiker Perfect Storm. Da sind uns Fehler passiert, die halt nicht passieren dürfen in den entscheidenden Momenten. Und es sind weniger strukturelle Fehler gewesen, das sind einfach individuelle Fehler, das passiert auf beiden Seiten. Aber eine Mannschaft wie Iserlohn, die im Moment den Lauf hat und auch mit der Qualität spielt, hat die dann die Fehler ausgenutzt und ja, und dann am Ende läuft sie hinter dem Ergebnis her. Aber wie gesagt, wir sind unglaublich enttäuscht heute Abend, glaube ich. Das beschreibt die Stimmung in der Kabine. Wissen aber auch, dass wir heute verloren haben, weil wir einfach ein paar Fehler zu viel gemacht haben und dass wir am Freitag eine Chance haben, uns zu rehabilitieren. Und ich erwarte, gehe davon aus, dass die Mannschaft, wir bereiten uns jetzt in den nächsten 2 Spielen vor, wir eine Mannschaft haben, die zeigen will, dass wir besser spielen können, als was wir heute besonders im letzten Drittel gemacht haben. Und dann geht es gegen Frankfurt bei 0-0 los. Dankeschön. Frage an Dirk Cetten zur Ansprache im zweiten Drittel. Well, you know, the first 2 goals in the first period were off soft plays. And then we had a couple times to get that puck out. It's the last minute of a period. It's a tied game 2-2. You're on the road. You know, guys got to get those pucks out. So that was a little frustrating because, you know, again, we average. Das waren einige soft plays, die zu den ersten Mal Gegentoren geführt hat. Der sagt, ja, man ist damit eigentlich in 2-2 in die zweite Drittelpause. So wird es ein Rückstand. Das ist natürlich frustrierend, vor allem wenn man weiß, dass man auswärts eigentlich nur 2 Tore pro Spiel kassieren will, aber er sagt, seine Mannschaft hat es sehr gut gemacht, ist nicht zusammengefallen und hat den Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. They stuck with it and made some big plays to win a hockey game. Du hast gesagt, dass 10-11 Tage darauf verwendet, der Mannschaft zu sagen, wer dieser Mut ist. Hattest du das Gefühl, die Einstellung stimmte nicht, dass die beim Blick auf die Tabelle bei den Spielern einfach gesagt haben? Ich glaube, die Einstellung war okay. Einstellung war okay. Wie gesagt, ich glaube, wir sind wir haben 2 Fehler gemacht. Bei 3-2 sind uns im letzten Drittel 2 Fehler unterlaufen, individuelle Fehler. Und die Jungs können wir jetzt alle ans Kreuz schlagen oder wir sagen, das darf uns nicht passieren, wir können besser spielen. Und ich glaube, auf dem Weg sind wir. Ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir die Sache so bewerten, wie es ist und dass wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt daraus mehr machen, als es ist. Aber es geht auf jeden Fall, muss nach vorne gehen und wir wissen, dass wir besser spielen müssen in den entscheidenden Momenten. Und das ist, wie gesagt, wir sind keine Nachwuchsmannschaft und da geht es um unsere Veteran-Spieler, unsere erfahrenen Spieler, dass sie mit der nötigen Intensität da sind. Und die Jungs wissen das, haben es auch zum größten Teil über die gesamte Saison gemacht. Und heute sind uns leider zum falschen Zeitpunkt Fehler passiert. Und niemandem gefällt es, keinem passt es. Timing ist horseshit und
Aber das nützt nichts, egal wie sauber wir darüber jetzt sind, sondern es geht jetzt darum, dass wir uns gut vorbereiten und am Freitag ein besseres Spiel machen. Ja, ich glaube, dass wir einen ganz guten Start hatten. Wir sind gut reingekommen. Waren gleich am Anfang einfach effektiver und dann haben wir Isola viel zu viel Platz gegeben. Die haben es gut gemacht, haben uns gut ausgekommen und am Ende auch verdient gewonnen. Ich glaube, dass wir nicht unser bestes Spiel abgerufen haben. Müssen wir analysieren, es sind viel zu viele Fehler passiert. Wir dürfen uns in der Phase von der Saison auch nicht mehr passieren. Im Großen und Ganzen war die Leistung einfach nicht gut genug heute und deswegen haben wir wahrscheinlich auch verdient verloren. Bleibt nicht viel Zeit. Ihr habt am Freitag schon wieder ein Heimspiel gegen Frankfurt. Ich glaube, ein Vorteil, wenn man sagen kann, Freitag werden wir gleich schon wieder weiterspielen, oder? Ja, definitiv. Wir wollen es natürlich schnell wieder abhaken. Wir wissen ganz genau, was mit Frankfurt auch ein Top-Gegner kommt. Wir müssen auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Das war nicht gut genug heute und das werden wir auch machen. Alles klar, ich danke dir. Gerne. Schönen Abend. Ja, Glückwunsch zum Sieg, Tim. Fass mal das Spiel aus deiner Sicht zusammen. Ja, ich glaube, war ein gutes Spiel von uns. Vor allem nach der Pause sind wir gut aus der Kabine gekommen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir die bessere Mannschaft und haben es dann zum Glück noch irgendwie über die Runde geschaukelt. Ihr hattet ja gleich, ich glaube, in der dritten Minute ja, fast drei Großchancen. Da hat man ja schon gedacht, oh ja, wenn er das jetzt nicht nutzt, denkt ihr, glaube ich, nicht drüber nach in dem Moment, oder? Ja, also Chancenauswertung war heute wieder nicht optimal, aber trotzdem haben wir 5 Tore geschossen. Und ja, jetzt kommt die Phase, wo es scheißegal ist, wie viele Tore man schießt. Hauptsache man schießt einzeln mit der Gegner und das ist heute gelungen, Gott sei Dank. Heute waren es ja nur 3 Spiele. Trotzdem habt ihr jetzt mal endlich den 14. Platz verlassen. Man hört ja fast die Steine plumps ein bisschen im Oberrang. Trotzdem ist das ja nur eine Momentaufnahme. Ihr habt Freitag dann wieder das nächste. Ja, man sagt gerne mal 6-Punkte-Spiele, aber es sind jetzt fast nur noch 6-Punkte-Spiele gegen Nürnberg. Geben uns noch mal kurz einen Ausblick, bitte. Ja, ich glaube, das ganze Wochenende ist jetzt extrem wichtig und ja, ich glaube, wir müssen einfach so spielen wie heute und ja, dann haben wir auch gute Chancen zu gewinnen, egal ob es jetzt gegen Nürnberg oder Augsburg ist oder wie auch die Gegner jetzt sind. Jedes Spiel ist ein Playoff-Spiel für uns und ja, müssen wir auch gute Punkte holen auf jeden Fall. Ich danke dir.